Ja, was haben wir denn hier? Das ist gelabelt Mackenzie Hill. Nicht down, einfach nur Hill. Ja, nichts down oder so, ja. Und ja, was soll ich sagen? Hallo Kinder, ich bin Barney. Möchtet ihr mit mir spielen? Ja, das kann ich dazu nur sagen, weil für was anderes ist diese Draht ja auch nicht geeignet. Da steht zwar HQB. Man könnte jetzt denken, das würde bedeuten High Quality Bikes, aber sind es nicht. Diese Mackenzie ist nahezu neu. Ja, also es ist so gut wie nie gefahren. Es ist sackenschwer. Es ist wirklich schwer. Es ist richtig ein Monster an Gewicht. Es lenkt sich, man hört. Kann man es hören in der Kamera? Das weiß ich nicht. Also die Lager sind schon mal ein Träumchen. Ein Träumchen. Ja. Okay, Bremsen, wie gesagt, es ist noch nicht ausgenutzt, ausgelutscht an dem Ding. Ja, eigentlich ist das Ding wirklich neu. Es stand nur im Keller, aus gutem Grund. Also derjenige, der es, der Beschenkte, sagen wir mal, der das Geschenk bekommen hat mal, der wollte offensichtlich nicht damit fahren. Wer kann es ihm verübeln? Jetzt sagen sie wieder alle, ja, und der Müller hier wieder mit seiner Qualitätsscheiße und so, das können wir nicht mehr hören. Es ist nun mal so, das Ding ist keine Qualität. Ich verkaufe dieses Rad jetzt. Hier. So wie es ist. Oder soll ich es noch reparieren? Das ist jetzt die Frage. So wie es ist, möchte ich 80 Euro haben. Ich muss es aber noch reparieren. Ich muss es nochmal sauber machen und. Ich könnte das natürlich auch als Mietrad erstmal nehmen. Jetzt fragt sich natürlich, frage ich mich selbst, möchte ich das einem Mietradkunden zumuten, solch ein Rad unterm Hintern zu haben? Es ist schwer, es fährt sich schlecht eigentlich und mit Sicherheit kann man aus diesem Rahmen, der grundsolide ist, das streite ich überhaupt nicht ab, ja, das ist wirklich ein grundsolider Rahmen, das Ding ist wirklich ein Klopper, ja, da kann man bestimmt auch was Gutes draus machen. Wenn man eine Gabel einbaut, die eben 1000 Euro kostet, wenn man Laufräder einbaut, die vernünftig funktionieren, wenn man einen Vorbau ranmacht und so. Man könnte echt jetzt mal so ein Mackenzie-Projekt machen, Neurad Mackenzie in Top aufbauen. Dann heißt es nicht mehr Mackenzie, sondern McFancy. Nimm mal den einfach. Ja? Aus Mackenzie wird McFancy. So, dann haben wir jetzt schon den Titel für die Dings schon geklärt. Die Frage ist, kann ich mir das leisten? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, in diesem Jahr kann ich mir das überhaupt nicht leisten. Ich kann mir überhaupt so eine Hobbyprojekte nicht leisten, ansonsten bin ich glatt weg. Machen. Eine Gabel hinbauen für einen Tausender. So eine schöne Doppelbrückenfeder. Richtig geil. Downhill. Vorbau ran. Richtig klopper Teile. Sozusagen. Richtig was Schönes. Nein, nicht Downhill. So Freeride halt. Ein Laufradsatz. Mindestens XT, wenn nicht XTR. Geile Lager, geile Kurbeln etc. Das wird alles auf Top. Könnte man nicht bauen. Das wäre die ideale Ausgangsbasis. Kann ich mir aber nicht leisten. Und es wäre auch ein Rad, was keiner am Ende kauft. Das kauft ja keiner. Obwohl, es kann gut sein, wenn man McFancy draus macht, aus Mackenzie. Ja, einfach. Denn wir machen es mal so. Erste Aktion. Machen wir es so. Wir machen es so. Ganz simple Geschichte. Passt auf. Wollt ihr, dass ich aus diesem Mackenzie ein McFancy mache. Also sprich so richtig mit Sahne teilen, so richtig mit Top teilen, so richtig super. So, und dann versuchen wir das Ding mal zu verkloppen. Wollt ihr das?
Und wenn ihr das wollt, dann machen wir das ganz simpel. Dann brauche ich eure Unterstützung. Ganz einfach. So können wir gleich mal dieses neue Spendenkonto einführen. Und zwar genau zu diesem Zweck. Also, wir machen jetzt so. Wenn das jemand will, dass ich das mache. Ihr wisst ja selber, was so ein Rad kostet denn am Ende. Was die Teile kosten. Wenn ihr eine Gabel für 1.000 einbauen, ist ein 1.000er weg. So, zum Beispiel. Wir machen auch keine Kompromisse. Dann kommt nur das Beste rein. Dann kommt hier ein Chris King Steuersatz und rein. So richtig so. Was weiß ich, Phil Wood Lager, Chris King Steuersatz, Chris King Narben oder Phil Wood Narben. Irgendwie muss man mal gucken, was das da gibt. Wirklich schöne Sachen. Und dann machen wir das so. Machen wir ein Spendenkonto und eine Benefizgeschichte aus der ganzen Nummer. Aus dem McKenzie wird McFancy und das können wir dann versteigern für einen guten Zweck, vielleicht noch sogar am Ende. Natürlich totaler Schwachsinn, könnten wir heute leider die Geld nehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Wir können das einfach mal ausstellen, hinstellen und was draus machen. Wenn einer Bock hat auf dieses Projekt, wenn einer das unterstützen möchte, dieses Projekt, das ist natürlich jetzt schwierig. Wenn es nicht zustande kommt, weil einfach das Geld nicht reicht, dann ist das natürlich auch schwierig. Dann müssen wir irgendwas, dann müssen wir schauen, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wenn dann einer will. Jetzt, denn jetzt die offizielle Ansage. Wir haben, ja, ich habe es endlich geschafft. Oder meine Frau hat das für mich gemacht. Natürlich ein sozusagen Spendenkonto eingerichtet. Wir haben ein PayPal-Konto aufgemacht. Nur zu diesem Zweck. Und zwar ist die Adresse fahrradsalonberlin@gmail.com. Ja, und da könnt ihr gerne, wenn ihr eben sowas sehen wollt, so eine Projekte hier, sowas hier, dass ich so einen Kack umbaue, so einen Rotz, so ein HQB-Bike, ja, weil machen wir die ganzen Aufkleber natürlich ab, machen irgendwie eigene Decals oder so, ja, irgendwie so eigene Aufkleber, irgendwas Schönes lassen, wie gesagt, statt McKenzie, McFancy, irgend so ein Scheiß und nicht den Dau, nicht den Hill, sondern was weiß ich. Hillster statt Hipster oder irgendwie so ein Scheiß, ja. Oder Hillstar oder irgend so ein Quatsch. Irgendwas sowas lassen wir uns einfallen. Das wäre doch. Jetzt kann ich auf alle Fälle mal, wie gesagt, das auch ansagen. Das ist die richtige Gelegenheit. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich das überhaupt machen will mit diesem Spendenkonto, weil das sieht dann immer so aus, wie, ja, da will ja nur Geld verdienen oder sowas und nichts tun dabei. Totaler Quatsch, totaler Schwachsinn. Es kam schon einmal, zweimal, dreimal die Anfrage, Mensch, und wie kann man euch denn mal unterstützen oder was zukommen lassen? Das wäre doch eine gute Sache. Ihr dürft gerne, geht da einfach auf PayPal, wenn ihr Bock habt oder so, ja. Fahrradsalon Berlin, hintereinander weggeschrieben, Fahrradsalon Berlin, @googlemail@gmail.com. Das ist die Adresse. Und dann könnt ihr einfach gerne, wenn ihr wollt, schreibt einen Verwendungszweck rein. McKenzie, ja, weiß ich Bescheid, oder was weiß ich, wenn er wollt, auch irgendwas anderes. Wenn er sagt, für die Kamera, schreibt er einfach hin, Kamera. Ja. Und dann fallen keine Gebühren an, wenn ihr jetzt zum Beispiel macht, an Geld an Freund senden oder irgend so ein Scheiß. Ja, dann fallen auch keine Gebühren an oder so. Ich weiß ja, die fallen für euch ja sowieso nicht an. Also uns ist es egal. Wie gesagt, die Sachen werden natürlich den Sachen auch wirklich zugeordnet, zu welchem Projekt, für was auch immer die gedacht sind. Ja, wer uns einfach so unterstützen will, weil er einfach die Videos geil findet, kann ich natürlich auch machen. Dann eben halt keinen Verwendungszweck, wenn du so willst. Oder irgendeinen Gruß drin oder sowas. Ja. Und wenn ihr Geld an Freunde einfach sendet, dann wissen wir, das ist einfach für uns. Das ist einfach zur Unterstützung, damit ich mir auch mal vielleicht hier einen USB-C-Stecker mit Magnet kaufen kann zum Beispiel. Oder mal wieder einen neuen Akku oder irgend so ein Scheiß. Ja, ich meine, das mache ich so oder so. Aber eben das für den Verschleiß vom Material oder so. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Und dann habt ihr das jetzt mal um die Ohren geballert bekommen. Das ist die Adresse. Fahrradsalon Berlin. @gmail.com. Das ist die PayPal-Adresse. Also. McKenzie oder McFancy? Sagt ihr es mir. Sagt Bescheid.